Hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Blood Bowl, beziehungsweise genauer gesagt, Let's Play oder Blood Bowl Lektion mit mir, Elo. Und wir haben heute Elfen am Start. Oh, was habe ich denn jetzt hier geschrieben? Elfenerklärung, genau. Elfen, das günstigste der vier Elfenteams. Das soll ja immerhin schon was heißen. Wobei man ja sagen muss, Elfen sind ja generell recht teuer. Und sie haben einige an Spielern hier am Start, die Elfen. Der spitzeste Pfeil, wenn man das so sagen kann, in ihrem Köcher sind auf alle Fälle ihre Fänger. Zu denen kommen wir ja dann gleich noch. Die sind wahrscheinlich die besten Fänger im ganzen Blood Bowl-Universum. Ja, warum? Dazu kommen wir gleich. Generell. Oder beziehungsweise sagen wir kurz noch was zu den Fängern. Sie sind halt durchschnittlich stark, was schon mal ganz nett ist und ungewöhnlich ist für Fänger. Sie sind schnell mit MA von 8 und haben Nerven aus Stahl von Beginn an. Dadurch können sie natürlich auch bei, wie sage ich, hohem Verkehrsaufkommen ziemlich gut den Ball fangen. Nerven aus Stahl macht ja, dass sie Modifikationen für gegnerische Tackle-Zonen ignorieren können, wenn sie versuchen, den Ball zu werfen, zu fangen oder abzufangen. Und das heißt, selbst wenn sie kompakt stehen, wenn der Gegner einen umzingelt hat oder man irgendwo mittendrin ist, hat man trotzdem noch gute Chancen, den Ball zu bekommen. Also sehr gute Chancen eigentlich. Sie können zusätzlich ganz gut abfangen und den Gegner halt dadurch auch zum Laufspiel zwingen. Das ist so eine Stärke der Elfen. Und haben halt, wie gesagt, nicht so das Problem mit der geringen körperlichen Stärke wie die meisten anderen ihrer Art, sag ich mal. Ihre Blitzer, das ist dann der zweite gute Positional in ihrem Team, haben eine sehr gute Kombination von Startskills, um den Ballträger halt zu jagen und zu ärgern. Was sie eigentlich zu einem ziemlich guten Team macht, was man sehr gut spielen kann, wenn man ein bisschen gefeit ist, auch mal Spieler zu verlieren dagegen. Und sie haben definitiv nämlich auch die schlechten Nachrichten. Die Blitzer und Fänger sind, das seht ihr hier schon auf den ersten Blick, ziemlich teuer und werden natürlich immer stark vom Gegner angegangen. Positiv ist wiederum, dass ihre Feldspieler mit 60.000 die billigsten Dex 4 Spieler im ganzen Spiel sind. Haben aber auch wenig Rüstung, um das zu kompensieren und gehen deswegen natürlich auch immer mal raus. Und das, was so ein Feldspieler normalerweise macht, ist ja dann doch irgendwo mittendrin zu sein. Und das normal, also man versucht hier mit ihnen natürlich die Kloppereien irgendwie eher ein bisschen zu vermeiden. Die Fänger, da muss man ein bisschen aufpassen. Aufgrund ihrer Fähigkeit mit Fangen und Nerven aus Stahl tendieren sie natürlich dazu, die Starspielerpunkte zu horten. Da muss man aber wie immer schauen, ein bisschen, dass man die verteilt. Gerade für Anfänger-Trainer kann es immer ein bisschen schwierig sein mit der geringen Rüstung und man hat von Beginn an nicht so richtig viele gute Abwehr-Skills, wie Ausweichen oder ähnliche Sachen, was halt natürlich in Kombination mit der geringen, mit dem geringen Rüstungswert öfter mal zu Ausfällen, führt. Overall tauscht man bei den Elfen eine sehr gute Offensive gegen einen höheren Grad an Zerbrechlichkeit. Ja, also man hat wirklich eine ganz hervorragende Offensive. Ihre Stärken sind, sie haben die besten Fänger im Spiel, sie haben die billigsten AG4-Spieler, mit denen man dann doch schon einiges anfangen kann. Und wie bei allen Elfen natürlich durchweg die hohe Geschicklichkeit. Ihre Schwächen sind ganz klar natürlich die geringe Rüstung auf eigentlich allen Spielern bis auf den Blitzern. Und dass ihre Positionals, klar wie bei Elfen generell, aber hier auch nochmal im Besonderen, natürlich ziemlich teuer sind, ja. Gut, fangen wir mit den Feldspielern an. Stärke 3, AG 4, AV von 7 und MA von 6 kosten 60.000, haben von Beginn an nichts, deswegen sind sie eben auch so günstig, ja. Sind ihre Standardspieler, kann man bis zu 16 Mal mitnehmen. Billigsten AG4-Spieler hatte ich gerade schon gesagt, und haben eigentlich auch ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis eben an der Stelle, da sie halt eine gute Kombination haben und 60.000 ist halt
nicht so teuer. Ist natürlich für einen Feldspieler immer noch recht teuer, aber für einen Elfen ist es halt ziemlich günstig, ja. Negativ natürlich ihre geringe Rüstung. Sie müssen die üblichen Aufgaben eines Feldspielers erledigen, was aber bei Elfen und zusätzlich noch bei generell eigentlich allen geringen Rüstungsteams immer ein wenig gefährlich ist. Dadurch, dass sie nicht so relativ günstig sind, ist es halt nicht ganz so schlimm, wenn sie mal auffallen, und das werden sie. Trotzdem sind sie halt viel teurer als die meisten anderen Feldspieler, und es tut immer weh, so jemanden zu verlieren, der 60.000 kostet. Trotzdem lieber die hier als die Positionals, denn für 60.000 kann man sich schon mal einen nachkaufen. Zusätzlich haben ja Elfen keinen Big Guy, um noch ein bisschen mehr Schaden einzustecken, und da muss man dann gerade am Anfang immer gucken, wie man das dann handelt. Dadurch wird es wahrscheinlich einen Kreislauf aus verletzten Spielern und neuen Spielern geben. Und das sagt halt auch nochmal zusätzlich, dass die Starspielerpunkte halt nicht nur auf einem gehortet werden sollten, ja. Jedes Level-Up kann helfen, so einen Feldspieler ein bisschen härter zu machen. Mehr als ein Level-Up kriegen sie höchstwahrscheinlich eh nicht, aber muss man halt mal gucken. Neulinge immer an die Line of Scrimmage, immer ran, lasst sie verprügelt werden, ist auf alle Fälle, wie gesagt, besser die als jemand anders. Wenn man keine hat, dann nimmt man welche, die man schon dahingehend geskillt hat, dass sie ein bisschen was aushalten, wie zum Beispiel mit Ausweichen oder Ringen, Abwehren, Unterstützung, wobei, wenn die eine Unterstützung haben, würde ich sie wahrscheinlich eher woanders benutzen als an der Line of Scrimmage, weil sie da eh nur vermobbt werden. Und auch sowas wie Gewand. Plus Stärke, plus AG, plus MV sind auf alle Fälle Skills, die man machen kann. Plus AV würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, AV 7 oder 8, naja, muss man gucken. Ganz wichtig bei den Elfen, eigentlich bei jedem Team, aber bei den Elfen halt nochmal besonders, ist ein Kicker mit Anstoßen, dann später blocken, vielleicht ausweichen, abwehren, unterstützen, sowas in der Art, auch plus Stärke, plus AG, plus MV. Warum der Kicker hier besonders wichtig ist, komme ich ganz am Schluss dann nochmal dazu, ne? Selber haben sie vom Skillzugang relativ normal für einen Feldspieler und einen Elfen. Sie haben halt normal Geschicklichkeit auf, also allgemeine Geschicklichkeit auf normal, Stärke und Passen auf doppelt. Also ganz normal, sag ich mal. Dann kommen wir zu den Fängern. Stärke 3, AG 4, AV 7, MA von 8 kosten 100.000. Ja. Haben Fang und Nerven aus Stahl. Man kann bis zu 4 Stück haben. Das ist auch einer der Grund, warum Elfenteam so gut sind oder warum man die auch nimmt. Und Fänger sind halt auch der Grund, warum man Elfen spielt. Sie sind die Stars der Mannschaft, also immer sichern. Tote Fänger sind schlimm. Ja, sie sind schnell, sehr agil, haben durchschnittliche körperliche Stärke, was natürlich für den Fänger trotzdem ziemlich gut ist. Und auf der Gegenseite natürlich sind sie teuer und haben geringe Rüstung. Durch Fangen, womit sie ihren Wiederholungswurf bei Fang, Abfang oder Ballübergabeversuchen wiederholen können, und dem schon erklärten Nerven aus Stahl, machen sie das auf alle Fälle mehr als wieder wett. Außer wenn es regnet oder wenn irgendjemand störendes Wesen hat, fangen sie immer auf 2 plus und haben halt noch den Reroll. Sie heben zusätzlich noch umherspringende Bälle bei 3 plus auf, was auch ziemlich nice ist. Egal wie viel da drumherum stehen, ja. Und das ist eben der Punkt, wenn der Ball dann umherspringt und man hat genügend Elfen um den Ball oder um den umfallenden Spieler drumherum, vor allen Dingen dann natürlich auch Fänger, dann kann man sich auch mal aussuchen, nicht mit dem erstbesten Fänger, der den Ball aufnehmen könnte, den Ball aufzunehmen, wenn der nämlich zum Beispiel seinen Zug schon gemacht hat. Weil was natürlich sehr nice ist, ist, den Ball dann weiterspringen zu lassen und den Ball dann mit jemandem aufzuheben, der seinen Zug noch machen kann und mit dem dann so ein bisschen aus der Gefahrenzone rauszukriegen. Sie sind extrem schwer aufzuhalten. Und davon abzuhalten, zu fangen, da sie halt die Tackle-Zonen, da sie die halt ignorieren, ja.
Zusätzlich können sie halt benutzt werden, um sehr gut an den gegnerischen Ball zu kommen. Das erkläre ich bei den Blitzern nochmal ein bisschen genauer. Weil wichtig ist, dass man da halt immer Fänger in der Nähe hat. Und der Gegner hat dann halt Probleme, den Ball wieder aufzuheben. Man selber nicht, kann sich rausbewegen. Und das klappt eigentlich ziemlich gut. Ja, man hat Allgemein und Geschicklichkeit auf Normal, Passen und Stärke auf Doppelt, also auch Allgemein und Geschicklichkeit ist eigentlich ganz nice. Ja, also eine klassische Entwicklung für so einen Fänger wäre zum Beispiel den Ballträger-Blitzer, ja, mit dem Fänger. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber das macht es halt auch mit den Elfen so geil. Man gibt ihm Ring, ausweichen später, Ball entreißen ist ein sehr schöner Skill, braucht man dann vielleicht auch nicht mit Ring, muss man mal gucken, was für eine Liga man spielt, springen, aufspringen, unterstützen, halt eben solche Sachen, plus Stärke, plus AG, plus MA. Sie sind halt durch ihre Gewandtheit und ihre Decks und den ganzen Kladderabatsch, kann man halt den ballführenden Spieler gut umstellen und dann mit dem Werfer, nee, mit dem Fänger blitzen, den umringen und den Ball sich dann sichern und den Gegner dadurch unter Druck setzen. Die anderen beiden Werfer, also Fänger, ich würde wahrscheinlich zwei Fänger so skillen und zwei Fänger eher dann so mit Blocken, Ausweichen, Gewand, Tackle und so unterstützen. Die sind wiederum eher da, um den Gegner zu markieren und vorzubereiten. Hier ist das Blocken dann im Gegensatz zum Ringen eher dafür da, dass sie eben länger stehen und nicht unbedingt den Gegner dann umzuhauen. Dann gibt es noch den ganz klassischen Fänger, der hat dann sowas wie Sprintsicher, Ausweichen, Gewand, Springen. Ja, der ist auch okay, den benutzen auch viele Spieler. Das Problem halt an der ganzen Geschichte ist, dass das so einer ist, der halt die Sparspielerpunkte wirklich hortet. Und wenn der da mal ausfällt, das tut einfach zu doll weh, deswegen muss man immer versuchen, die ein bisschen zu verteilen. Also das kann man nicht oft genug sagen, wirklich nicht. So, dann haben wir als nächstes haben wir die Werfer bei den Elfen. Die haben auch Stärke 3, AG 4, AV von 7, MA von 6, kosten 70.000, haben am Anfang Wurfsicher, dürfen also passen. Also wenn er einen ungenauen oder vermasselten Pass spielt, darf er den wiederholen. Sind natürlich auch einer der Gründe für die hohe Offensivkraft der Elfen. Denn auch Elfenteams brauchen jemanden, der den Ball aufhebt und zu dem Fänger oder wem auch immer dann halt übergibt oder rüberbringt. Das können sie ganz gut, auch halt vor allen Dingen dadurch, dass sie Elfen sind. Sie sind da jetzt aber nicht herausragend drin, ja. Sind halt geschickt wie ein Elf, durchschnittlich stark. Und haben geringe Rüssi. Das mit der geringen Rüssi ist eigentlich nicht so schlimm, weil sie nicht so oft das Ziel des Gegners sein sollten, da sie den Ball doch relativ schnell weitergeben. Hier gibt es normalerweise einen offensiven oder defensiven Bild. Man müsste sich jetzt nur noch zwei leisten gönnen. Starten würde ich eher mit dem defensiven, denn offensiv ist man eigentlich schon so sehr gut am Start. Und das Ziel des offensiven Builds ist auf alle Fälle, den Ball so weit wie möglich, so sicher wie möglich zu bringen. Ja, hier kann man dann noch sowas wie Ballgefühl ins Spiel bringen, Genauigkeit, sicherer Wurf, Blocken, starker Wurfarm, Ausweichen, plus Stärke, plus AG, plus AMV. Mit dem Werfer steht man dann natürlich relativ tief, dass man nicht gehauen wird und stößt dann halt links oder rechts oder Mitte, je nachdem, wo gerade was los ist, vor, wirft den Ball an den Gegnern vorbei, nimmt den Empfänger auf und versucht da irgendwie einen Touchdown zu machen. Der defensive Build enthält dann zuerst Blocken. Hat halt auch Ballgefühl, wenn man relativ oft mit dem Werfer den Ball aufnimmt. Dazu kommt dann halt noch Nerven aus Stahl, Genauigkeit, sicherer Wurf, starker Wurfarm, Ausweichen, eben solche Geschichten. Auch hier plus Stärke, plus Geschicklichkeit, plus Bewegung. Mit dem kann man dann halt auch mal blocken. Das hilft ziemlich stark in der Offensive. Auch hier haben wir halt, hier haben wir dann drei Skill-Linien auf Normal, was auch ziemlich gut ist. Halt passen, Normal, Allgemein und Stärke eben auf Doppelt. Ja, da wird man wahrscheinlich eh nicht so richtig rankommen.
So, dann haben wir die letzten Spieler im Elfenteam. Das sind die Blitzer. Auch hier Stärke 3, AG4, MA von 7, AV von 8. Das ist dann die große Änderung. Die haben halt ein bisschen höheren Rüstungsschutz. Kosten 110.000, sind ziemlich teuer. Haben Blocken und Gewand als Startskills. Und man kann bis zu 2 haben. Leider nur bis zu 2. Gerade ihre beiden Startskills, Gewand und Blocken, machen sie zu den idealen Spielern am Start, um den Gegner zu markieren. Sie sind schnell, sie haben Blocken, sie haben Gewand. Und man kann sich unglaublich gut dann mit ihnen positionieren. Man lässt sich halt, also man muss immer gucken, wie man das am Anfang machen kann, weil obwohl sie Blitzer heißen, kann man mit ihnen sehr gut passiv spielen. Ich hatte das ja bei den Fängern schon angedeutet. Umso weiter das Team sich entwickelt, werden die Blitzer wahrscheinlich mehr zu Markierern. Also, wenn man stellt den Blitzer durch geschicktes Gewand ausnutzen, der wird ja dann immer geblockt und dann bewegt er sich immer weiter rein in den Gegner und steht dann am ballführenden Spieler, dann bewegt man halt mit seinem AG4 noch einen zweiten daneben, vielleicht dann noch einen Fänger hin und dann kommt der Fänger mit Ringen, bashert den Ballträger um, der Ball geht zu Boden, der Ball droppt nach außen, man wirft den Ball raus und läuft mit einem weiteren Fänger nach vorne. Wenn man natürlich gerade am Anfang vielleicht oder wenn es dann auch ein bisschen blöd läuft, keinen Spieler frei hat, dann können die Blitzer auch das machen, was eben auch jeder Feldspieler machen kann, sind ja meine Elfen, auch mal einen Touchdown machen. Sollten sie auch tun, müssen wie gesagt ein bisschen aufleveln. Sie haben im Gegensatz zu vielen anderen Blitzern keinen direkten Stärkezugriff, was es halt auch nochmal unterstreicht, dass man sie sehr gut benutzen kann, um zu markieren, beziehungsweise um gegen den ballführenden Spieler zu unterstützen. Entwickeln kann man sie dann sehr gut mit Ausweichen. Erste Skill, Blocken und Ausweichen und Gewand ist halt eine Maschine, den kriegst du nicht down. Ja? dann Tackle durchbrechen in der Basher-Liga oder Tackle in einer mehr Geschicklichkeitsliga. Dazu dann noch sowas vielleicht wie Profi oder unterstützen, je nachdem, was man dann halt noch an den Skills erwischt. Also Starting Rooster. Team Value 1000. Wie eigentlich alle Elfen haben sie natürlich extrem teure Positional Player, aber zusätzlich noch die billigen Feldspieler. Also muss man sich entscheiden, wie viele von den teuren Spielern man mitnehmen will und kann, ohne was anderes zu opfern. Wie ihr wisst, bin ich ein Fan davon, mit nicht so richtig wenig Rerolls zu starten, also 3 sollte schon 2 oder also 2 ist Minimum, 3 ist besser. Und deswegen habe ich hier so einen abgerundeten Starting Rooster rausgesucht mit 6 Feldspielern, einem Werfer, 2 Fängern, 2 Blitzern, 3 Rerolls. Man kann einen Reroll auch gegen einen Sanitäter tauschen, das muss man dann halt irgendwie selber wissen. Ansonsten holt man sich natürlich relativ schnell den Sanitäter. Man kann dann noch mit mehr und mit weniger Positional Playern spielen. Gerade wenn man mit mehr Positional Playern spielt, ist es natürlich ohne Sanitäter extrem riskant. Ich würde persönlich lieber nach und nach nachkaufen. So, Spielweise. Ja, der Gegner wird immer versuchen, viel Schaden an euch zu machen. Ihr habt wenig Rüstungsschutz. Ihr seid, gut, Stärke ist wenigstens ausgeglichen, sage ich mal. Und wenn er dran ist, wird er das natürlich noch mehr versuchen, euch irgendwie weh zu tun. Gerade die ersten Spiele können da sehr brutal und gemein werden. Da muss man sich da ein bisschen durchwursteln. Anstoßen ist, um Elfen effektiv zu spielen, ein Must-Have-Skill. Denn der Ball muss vorne liegen, der Ball muss gut erreichbar liegen, um eben dem Gegner wenig Zeit zu geben. Denn es steht und fällt damit, dem Gegner keine Luft zu lassen und ihn immer unter Druck zu setzen. Also Blitzer ran, Fänger ran, nächste Fänger umringen. Ja, und das ist, dann liegt der Ball am Boden und dann ist er unter Zugzwang. Und dann vielleicht noch 2 Feldspieler mit dazu. Das muss man halt gucken, wie es ist. Aber das ist so die Spielart und Weise, wie man macht. Die eigene Offensive ist oder so gut und schnell und kann und wird schnell punkten.
was man übrigens auch machen sollte. Und dann steht und fällt es eben damit, dem Gegner schnell den Ball wieder abzuluxen und ihm möglichst wenig Zeit zu geben, einem selber weh zu tun. Versuchen, die Spieler ein bisschen gleichmäßig zu entwickeln, also nicht einen Star zu haben, das hatte ich ja schon erzählt, und 10 Anfänger. Alle Positionals brauchen 3 oder 4 Skills, ja, 2 mit Muss, 3, 4 besser. Die Feldspieler, bei den meisten Feldspielern wird schon einer reichen. Den Sanitäter wirklich ganz dringend nur für die coolen Kids benutzen, also nur jeder, der mindestens 2 Skills hat oder einen Positional Player ist. Das ist auf alle Fälle ganz wichtig, um da nichts zu verschwenden. Okay, so, und das ist genau die Art und Weise, wie man dann mit den Elfen spielen sollte, denke ich. Ich werde, wenn ich dann soweit bin, auch hier oben mal wieder ein paar Spiele verlinken. Ich habe ja mit den ersten schon angefangen, habt ihr ja gesehen. Und nächste Woche gucken wir uns mal die Ogre an. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.